Das ist immer wie so eine Zeitreise. Ja, also man guckt irgendwie diese Sachen, man sieht in so Szenen und man spürt wirklich so diesen Geist dessen, was für uns diese Veranstaltungen auch so sind. Ne? Und es ist einfach, ja, wow, danke erstmal hier in die Richtung, irgendwie links oder rechts ist, sieht man jetzt schon die Sandra zusammen mit Thies, die wir gleich auch nochmal, den wir nochmal extra vorstellen werden. Und an der Stelle erstmal einen dicken Applaus. Ich denke mal so, so eine riesige Welle irgendwie von allen Leuten, die gerade auch radial um den Erdball den Stream mitgucken und an der Stelle, genau, yeah, da kommt sie an, saugut. Und an der Stelle erstmal herzlichen Dank, auch herzlichen Dank, dass du uns das hier so zur Verfügung gestellt hast. Und an der Stelle würde ich einfach mal sagen, wir haben ja hier dieses Pad da, wo alle schon Fragen und Kommentare eingetragen haben. Den Link findet ihr ja auch dort bei uns im Fahrplan. Also ihr könnt da jetzt sogar noch Fragen reinschreiben. Also ne, machen wir hier alles just in time. Ja, und dann gehen wir doch da einfach mal rein und schauen uns, was uns die ganze Welt des Internets da so gebracht hat. So, dummdi-dumm. Ha. Wie wurden denn die Animationen gemacht, Sandra? Ja, das ist ja voll mitten rein irgendwie. Das ist ja auch immer sehr lustig. Ich weiß ja gar nicht, ob die Leute den Film jetzt zum fünften Mal geguckt haben. Also es wäre auch schön, schreibt doch mal ins Pad rein. Habt ihr den jetzt nochmal geguckt oder guckt ihr den zum ersten Mal? Ich glaube, da gibt es auch sowas, wo man sich unten einfach so abstimmen kann. So, und dann komme ich jetzt mal zur Frage. Ja. Die Animationen, wie die gemacht wurden, ja, die wurden gemacht. Das ist eine Kooperation gewesen mit John Fricke, heißt er? Ein ganz toller Animationskünstler, den ich schon ganz lange kenne. Und ich wusste so, den Style, den John hat, den würde ich gerne für den Film haben. Und dann habe ich die Texte geschrieben und habe ihm gesagt, worum es gehen soll und was das soll. Und dann hat er mir ein Storyboard geschickt und dann waren da 2, 3 wirre Dinge dabei. Und dann haben wir die korrigiert und dann hat er das animiert, wie er so schön sagt, 2D, 3D. Oder 3D, 2D? 2D, 3D. 2D, 3D, genau. Alles schön flach, aber alles schön 3D animiert. So geht das. Aber kannte er sozusagen den ganzen Urschleim vom Club und die Veranstaltung schon? Hast du den mal mitgenommen oder war das sozusagen einfach eher klare Auftragsbriefing und so? Also ich hab den Urschleim aufgesaugt und habe ihn dann ihm auf den Schreibtisch gelegt. Könnte man das vielleicht sagen, ja. Nee, der kannte das alles nicht, gar nicht. Er hat natürlich den Film gesehen und ich habe da ja zuerst irgendwie so Platzalter reingebastelt, die leider auch mal gezeigt wurden. Ich glaube, bei wie vielen Kongress? Ein Rohschnitt habe ich da mal gezeigt. 2017, genau. Da waren noch so Platzhalter drin und diese Platzhalter hat er gesehen, hat er gesagt, müssen wir neu machen. Und dann habe ich ihm das einfach versucht zu erklären und habe er hat sich halt den Film angeguckt, ne? Auch den Rohschnitt und dann habe ich ihm das erklärt und dann hat er das so gemacht, ja. Aber er hat auch so einen Style, also seine Animationen sehen eigentlich immer so aus, wie sie aussehen und deswegen hatte ich ihn ja auch gefragt. Wir haben eine sehr schöne Handschrift. Er macht schöne Sachen. Ja, plus eins. Nächste Frage. Was bedeuten die Vögel und haben sie etwas mit Birds Aren't Real zu tun? Die Vögel, die großen Vögel. Das war immer so... Warum Vögel? Warum hast du Vögel in diesem Film? Ja, Vögel als Schwarm, als Sinnbild für den Schwarm, fand ich eine ganz schöne Sache. Und dann sind es auch eine ganze Menge schräge Vögel. Das ist vielleicht eine zweite Assoziation, die man aufbringen kann. Und dann war klar, wir machen da Animationsvögel auch rein dazu. Ne? Das sollten ja nicht nur die realen Vögel sein, sondern diese Mischung aus Real- und Digitalwelt. Und dann kam eben John, das war John, auf die Idee, weil ich sehr viel ja immer wieder gepixelt habe im Film, weil man weiß ja, man soll da nicht filmen. Also jeder, der schon mal auf so einer Veranstaltung war,
weiß ja, dass man da auf jeden Fall alle Menschen immer fragen muss und besser am besten gar nichts findet oder so ein bisschen für sich am Tisch mit den Freunden, die man kennt. Und dann, dann habe ich halt relativ viel pixeln müssen hier und da. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich noch mehr gepixelt habe. Und dann hat John gesagt, okay, dann pixeln wir auch die Vögel. Mhm. Und diese ja, ganze Birds and Real-Eskalation, die war, glaube ich, beim nächsten Kongress, da gab es die Idee schon, glaube ich. Könntest du das einmal für mich als Nichtwissenden parsen? Was heißt irgendwie Birds Aren't Real? Ist das irgendwas, ein hipper Scheiß, den ich kennen müsste? Also was ist das? Was bedeutet das überhaupt, Birds Aren't Real? Sind da Kameras in den Augen der Vögel? Also oder ich was? Erinnere mich nur, dass das bei einem Kongress bei einem Kongress wurde das dann also das eskalierte sehr stark während den 4 Tagen, das ging so los, glaube ich, mit Birds Aren't Real und dann war alles Mögliche nicht real. The sun isn't real. So. Stimmt, aber hatte das irgendwas mit diesen Vögeln zu tun? Oder kam das nicht einfach, ich dachte auch, eigentlich, das wäre nur so. Wirklich auch den Ursprung nicht. Also, aber damit verbinde ich das. Ja, und ich habe das jetzt nicht deswegen gemacht und ich weiß auch nicht, ob ich dieses Meme gestartet habe. Ich glaube es eher nicht. Ich glaube, es war irgendwas anderes, aber ist egal. Ist ja auch ganz schön. Man kann ja alles mit, es muss ja jeder selber wissen, was er mit was in Verbindung bringt bei diesem Film, weil jeder erlebt den Kongress ja auch anders. Ja, Memes aren't real. Das war auch beim Machen, also immer mal. Genau. Memes aren't real. Ja. Ich höre, wir haben so eine gewisse Latenz, wir haben hier so ein aber bisschen kein Problem. Vielleicht für die Zuschauer, wir haben so ein bisschen Zeitverzögerung in der Sprache, deswegen, ja. Ja, darum an der ja, Stelle gehe ich nur einfach sagen, ins. Das ist ja auch, das war meine große Sorge, als ich den Film gemacht habe. hatte ich immer diese Sorge, dass das, was ich da so sehe, dass das nachher gar nicht verstanden wird. Aber ich glaube, ich habe es dann doch hingekriegt, jetzt so einen Punkt zu finden. Mit dem, was ich da erzähle, dass jeder sich da auch drin finden kann und was rauspicken kann oder fast jeder findet. Ja. Ja, du hattest bei der Premiere oder bei einer Premiere in Berlin damals irgendwie auch gesagt, dass sozusagen viele dieser Rohdaten sozusagen nochmal in so einen Pool kommen könnten, wenn sich Leute dem annehmen würden, um sozusagen die Erlebnisse dessen, was wir sozusagen teilweise verbinden, auch nochmal selber remixen zu können. Möchtest du da irgendwie was zu sagen? Gibt es da irgendwie Unterstützungsbedarf, um solche Geschichten irgendwie zu bekommen? Also es ist so, es gab mal die Idee von ein paar Leuten, die das gerne machen wollten. Das ist aber tatsächlich dann doch relativ viel Material. Und ich habe das aussortiert, weil da natürlich auch Dinge dabei sind, die nicht frei zur Verfügung stehen dürfen oder dass da mal jemand drin ist, der mir ins Bild gelatscht ist, der dann nicht im Bild sein will. Das habe ich alles durchsortiert und aussortiert und dann ging es da aber nicht weiter. Also im Prinzip, wenn sich irgendjemand finden würde, der sagt so oder die sagt, ich will das hosten auch und ich will das zur Verfügung stellen und zugänglich machen, aber dann bitte auf mich zukommen. Die Frage war da an der Stelle und ich glaube, die Frage bleibt auch immer wieder, wie kann man das machen und was macht man dann auch damit? Ne? Also wenn ich mir dann erstmal, um 3 Bilder zu benutzen, irgendwie 1 Terabyte runterladen muss, dann ist das irgendwie nicht machbar und dann wird das, glaube ich, am Ende auch nicht richtig benutzt. Also da eine Idee zu haben, wie man sowas handhaben könnte, dass es dann auch Sinn macht und vielleicht auch wirklich mal benutzt werden würde, weil man könnte auch mit dem Film jetzt was Neues machen, aber es tut keiner oder keine. Also das würde mich auch mal freuen, wenn da mal ein bisschen geremixed werden würde, dann bitte an mich rantreten. Man findet ja, ich hatte, wie heißt es, im Internet gesehen, dass der Film anlässlich des 20er Jahre Wikipedia jetzt auch unter freier Lizenz irgendwie zur Verfügung steht. Was ist die Geschichte? Wie kam es dazu und was kann jetzt jeder damit irgendwie so machen? Also der Film
Das kam während ich gedreht habe, hat sich das so langsam entwickelt, dass es klar wurde, dass ich den unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlichen möchte. Am Ende vom Film sieht man das ja auch. Da habe ich gerade noch mal reingeklickt, als wir uns hier vorbereitet haben. Ne, da bin ich genau da gelandet. Irgendwie jeder tut was in dieser Community, jeder bringt was mit. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir alle so miteinander etwas tun. Und in dem Sinne ist es auch, glaube ich, mit dem Film im Speziellen für die Community, aber insgesamt finde ich mit Film, es bringt ja nichts, wenn ich einen Film mache und den dann in der Schublade verschwinden lasse, sondern ich möchte ja ganz gerne, dass der gesehen wird. Und deswegen habe ich den unter einer Creative Commons Lizenz schon veröffentlicht gehabt, schon vor längerer Zeit. Der ist überall zu finden, er ist frei verfügbar. Aber Wikipedia und also die Wiki Commons, die haben auch nochmal besondere Ansprüche. Da ging es um das Non-Commercial. Und ich habe jetzt sozusagen im nächsten Schritt dieses Non-Commercial runtergenommen hab, und habe das Wiki Commons in die Wiki Commons gegeben, weil ich finde, da gehört der Film hin. Und da gibt es dann auch Begleitmaterial, zum Beispiel für LehrerInnen, die, wenn die da was machen möchten mit, da gibt es dann noch so zusätzliches Material dazu. Und das, ne, die Grundvoraussetzung, ich denke, dass eigentlich, und da möchte ich auch mit Vorbild sein dafür, dass viel mehr so Filme auf diese Art veröffentlicht werden sollen. Das Problem ist halt letzten Endes das System dahinter. Das Filmfördergesetz, weil es gibt eigentlich nahezu keine Filme, die nicht im Filmfördergesetz festhängen oder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Oder die Filmhersteller haben so viel Schulden, dass sie das gar nicht machen können. Man muss sich das also erstmal leisten können. Und das konnte ich glücklicherweise, weil der Film quasi zu 100% finanziert war durch die Community letzten Endes. Und das hat es möglich gemacht und ich arbeite jetzt auch dran, quasi, dass das vielleicht auch systemisch mal ein wenig sich verändert und dass es möglicher wird, sowas auch mit anderen Filmen zu machen, die nicht so eine tolle Community dahinter haben, die das dann mitfinanziert. Ja, aber das ist nicht ganz so einfach. Es ist ein sehr dickes Brett. Ja, dann müssen wir dich da mal in den entsprechenden Fernsehrad und in andere Sachen sozusagen reinschicken. An der Stelle erstmal herzlichen Dank, weil das spricht mir so sehr aus dem Herzen, weil ich merke das immer, wenn du, also ich bin halt sehr so ein Audio-Junkie bei Deutschlandradio und wie viele geile Beiträge die haben, die sie dann irgendwann wieder rausnehmen müssen, wo man sagt, ey, es ist öffentlich ausgeschrieben, warum ist der Kram dann nicht sozusagen in so einer großen Wissenssache. Da passt im Übrigen sehr gut gerade auch die eine Frage, die noch kam. Wie funktioniert es kostentechnisch, einen Open-Source-Film zu machen? Der zweite Teil, den hattest du gerade schon ein bisschen beantwortet. Gab es Verluste oder sind alle Kosten gedeckt? Darum vielleicht noch mal, wie ist insgesamt so die Anlaufphase so gewesen Also mit für die Kohle reinkriegen? Ja, Kohle reinkriegen. Also ich habe es ja über ein Crowdfunding gemacht und das war super zäh. Und also ein Crowdfunding ist etwas sehr, sehr Nerviges tatsächlich. Was toll ist, dass wenn man es dann geschafft hat, dass dann auch schon ganz viele Leute da sind, die dann auch den Film gerne sehen möchten. Ne? Die haben sich ja dann quasi schon committed, weil sie sich einen Download oder sowas gekauft haben. Das ist gut, aber ansonsten ist Crowdfunding keine Lösung und schon gar nicht in Deutschland, weil hier weiß man, ich zahle irgendwie 18,50 € im Monat für diese Haushaltsabgabe. Und es gibt eben Filmförderung über Steuergelder und so. Das ist tatsächlich oft nicht wirklich plausibel erklärbar, warum man das dann nicht darüber finanziert. Aber es ist tatsächlich so, dass halt zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen noch nicht mal Auftragsproduktionen zu 100% finanzieren. Deswegen müsst ihr euch nicht wundern, wenn die Dinge immer wieder verschwinden. Filmhersteller das Ganze quasi wieder aus dem Netz nehmen, YouTube die Uploads sperren lassen und so weiter, obwohl man denkt, das lief doch jetzt in der ARD, das kann doch nicht wahr sein. Warum? Das liegt genau daran. Und es ist super schwierig, sowas zu finanzieren, wenn man nicht irgendwelche alternativen Wege findet. Weil man sonst auch an Auswertungsmechanismen, man muss den Film quasi verkaufen. Man ist gezwungen dazu durch Gesetze. Ja, Und dann eigentlich wären die Möglichkeiten ja da, so, von dem Ja. Geld, was ausgegeben wird.
Ja, darum, da seid ihr ein sehr gutes Vorbild, sozusagen auch, um Sachen möglich zu zeigen. Jetzt eine ganz andere Frage, in eine andere Richtung. Sind ähnliche Filmprojekte geplant? Ja, was heißt ähnlich, ist die Frage. Also ich wurde ja lustigerweise immer wieder, nachdem der Film dann fertig war, gefragt, wann drehst du denn nochmal ein? Und nochmal, also ich möchte jetzt nicht All Creatures Welcome 2, 3, 4, 5 machen. Reloaded. Also, sondern ähnlich würde ich jetzt, interpretiere ich jetzt, ja genau, All Creatures Welcome Reloaded. Wobei, ich habe hier so, ich habe beim RC3, habe ich zu einem Lied, das Thies noch gemacht hat mit dem Chaos-Chor, habe ich ein Musikvideo gerade in der Mache. Ich hoffe, es wird noch fertig, bis D-Bock vorbei ist oder bevor es vorbei ist, sagen wir es mal so. Aber ähnliche Filmprojekte, ich habe eine Sache in der Planung, wo ich quasi so etwas wie All Creatures Welcome für Kinder machen möchte als Serie. Das ist aber auch, das sind ja immer langwierige Projekte, das wird noch ein bisschen dauern. Und was mich tatsächlich momentan am meisten beschäftigt und wo ich eigentlich irgendwie das nächste Filmprojekt auch sehe, ist diese Frage von Zugänglichkeit und freier Verfügbarkeit an sich. Also das, was ich mit dem Film gemacht habe, auch wirklich nochmal als Film zu thematisieren. Und cool. Da bin ich gerade dran, da werdet ihr dann auch zu gegebener Zeit bestimmt davon hören, weil den möchte ich natürlich auch wieder frei zur Verfügung stellen. Das wäre ja absurd, wenn nicht. Mhm, sehr gut. Ja, da passt eigentlich, ich überspringe gerade zwei Fragen, die danach kommen. Viele Aspekte, der ganze Komplex. Ja, darum, ich freue mich immer, wenn dann sozusagen ein guter Zeit Überblicksfilm kommt. Ja. Wir nennen es Latenz. Dann eine Frage, die so ein bisschen dran passt. Gibt es den Soundtrack irgendwo? Ich mag die Musik. Ich hätte gerne in meiner Playlist. Ja, Thies, was gibt's denn da jetzt? Wie geht's denn jetzt weiter? Am Sonntagmorgen zwischen 5 am Sonntagmorgen zwischen 5 und 6 läuft der Soundtrack in einer speziellen DJ-Set-Version, so würde ich es mal nennen. Und wird dann direkt auf Bandcamp freigeschaltet zum Download und zum Hören. Mit den ganzen Noten aus den letzten Jahren, mit ein bisschen Bonusmaterial und neuen Tracks und neuen Versionen, die so im Film nicht zu hören waren. Und auch das, was bisher schon so kursiert hat, habe ich nochmal überarbeitet. Also das waren jetzt, die Beta-Versionen sind jetzt alle durch und das ist jetzt dann die endgültige Release-Version. Und das kommt dann direkt am Sonntag, ist es dann für jeden frei zum Download verfügbar. Ich empfehle auch den Download und nicht bei Bandcamp immer nur streamen, sondern runterladen, weil es klingt einfach echt viel besser, habe ich jetzt festgestellt. Ich habe mich gerade sehr viel damit beschäftigt, wie so diese ganzen Streaming-Plattformen klingen. Und also, es ist schon am besten, ladet es euch runter, es kostet auch nichts, ihr müsst euch auch nicht registrieren und so. Wenn ihr irgendwie ein bisschen Geld geben wollt, dann könnt ihr das tun, aber ihr müsst nicht. Und es macht einfach mehr Spaß, das dann auf der eigenen Festplatte zu haben oder wo auch immer. Ja, da freue ich mich auf den Ohrenschmaus. Das wird ja ein leckeres Stöffchen fürs Ohr. Da herzlichen Dank. Da passt so ein bisschen, gibt es Dinge, die ihr mittlerweile gerne rein oder rauspatchen würdet, also so eine Art updated Version? Nee, der Film ist fertig. Ich habe da auch irgendwann tatsächlich, wenn ich dann Film, ich meine, man muss dazu wissen, ich habe da 4 Jahre dran gearbeitet. Ich habe da ein halbes Jahr lang drin geschnitten. Das ist jetzt so, wie es ist und dann schließt man damit auch ab und ich gucke den tatsächlich auch immer wieder gerne. Also ich bin ja viel auch auf Filmvorführung, als es noch ging, irgendwie auch im Kino gewesen und Filmvorführungen, Festivals und so weiter. Und ich habe ihn immer wieder mitgeguckt und er macht mir auch immer noch Spaß. Insofern, der Film ist fertig und ich habe da jetzt nichts, was ich raus und rein tue.
Hast du irgendwas? Nee, ich finde auch, solche Arbeiten sind auch immer so eine Art Zeitkapsel. Das ist dann ja auch, das ist dann auch das Game, dass das dann halt so ist, wie es ist und dann in dieser Kapsel so bleibt und dann in die Zukunft geschossen wird. So, das ist ja dann, ist ja auch, hat ja auch was. Ja, und die nächste Frage hattet ihr schon so ein bisschen beantwortet, inwieweit es ein Update oder eine Fortsetzung geben würde, weil das ja gerade nicht direkt, das wurde ja verneint, darum an der Stelle ist es ein Call to Action für jeden, der jetzt zuguckt und der sich gern sowas wünscht. Dann fangt doch einfach selber an und bringt eure Inspirationen da rein. Irgendwie Rohmaterial gibt es ja, haben wir ja gerade gelernt, auch von Sandra. Und an der Stelle, ja, ne, einfach machen ist das Zauberwort. Ja, dann gibt es noch die Frage, gibt es das Album auch als CD zum Kaufen? Ja, tatsächlich, da hätte ich... Also, ihr könnt es euch ja runterladen und dann brennt es euch, ne? Ja, aber das hatte ich ja auch. Lustigerweise habe ich, das hätte ich nie gedacht, für diesen Film irgendwie DVDs gemacht, weil, wie du in der Ankündigung gesagt hast, ganz viele Leute diesen Film ihren Eltern zu Weihnachten schenken wollten. Und ich hätte nie gedacht, dass ich dafür DVDs noch machen muss, weil es ja nur irgendwie eine digitale Community. Ja, es gibt DVDs, aber CDs haben wir jetzt nicht dafür. Ich wundere mich, ich bin irgendwie... Also wer noch einen Brenner hat, diese archaischen Medien, dann ist das durchaus möglich, sich eine Audio-CD herzustellen. Ja, also ja. Vinyl wäre schön. Hatten wir mal probiert, aber da haben wir die Kohle nicht zusammengekriegt, tatsächlich, zu dem Zeitpunkt, als das soweit war. Ist aber auch gut gewesen, weil wenn wir das damals gemacht hätten, dann wäre der Soundtrack damals schon fertig gewesen und wir hätten jetzt nicht all diese schönen Sachen darauf, die jetzt im Laufe der Zeit seit dem Release entstanden sind und jetzt dann noch reingekommen sind. Also, das war jetzt so... Ich freue mich, dass das Sonntag jetzt rauskommt, weil das ist hat nochmal ein bisschen musikalisch nochmal eine eigene Dimension gekriegt und das ist ja, so ein schöner Punkt jetzt, den man setzen kann mit der Wikimedia Commons Veröffentlichung und so, da passt das gut zusammen. Ja, dann haben wir hier noch, die Medien sind frei zum Download. Gibt es rechtliche Einschränkungen für öffentliche Vorführungen außerhalb der pandemiebedingten Einschränkungen natürlich? Ja, und zwar ist das ja die CC BY SA Lizenz. Und CC BY SA heißt also CC für Creative Commons. Man nennt immer den Autor, die Autorinnen, je nachdem, wenn es um die Musik geht, dann ist das Thies. Und SA heißt quasi, dass man dieses Werk dann auch unter den gleichen Bedingungen wieder zur Verfügung stellen muss. Insofern, bis vor kurzem war ja noch das NC drauf. Insofern habe ich nur damit Erfahrung gemacht und da habe ich das immer so gehandhabt, wenn jemand quasi eine Veranstaltung macht, wie zum Beispiel jetzt auch während Corona, lief er doch relativ oft in Autokinos irgendwo, weil Leute sich so kleine Autokinos gebaut haben. Und das ist natürlich total frei, aber wenn dann jetzt jemand damit Kohle verdient, wie jetzt zum Beispiel im Kino, dann haben die mir da immer die Hälfte von abgegeben. So, fair einfach. Ja, da gibt es noch eine Anschlussfrage. Und das Öffentlich-Rechtliche, wenn die denn einfach zeigen würden, dann würde ich auf die Barrikaden gehen. Okay, ja, du, mit anderen Worten, du liest die Fragen. Genau, ja, das wolltest du, die Öffentlich-Rechtlichen. Genau, ich habe die Frage auch gelesen und tatsächlich ist das, da würde ich auf die Barrikaden gehen, weil es ist tatsächlich echt ein großes Problem, dass die Arbeiten, gerade dokumentarische Arbeiten, einfach nicht zahlen. Und das ist nur mal so zum Abgleich, damit ihr da, wenn das interessiert, ein Verständnis für kriegt. Ich habe meinen ersten Film, der lief 15 Mal im ZDF. 5 Hauptausstrahlungen, 10 Wiederholungen, weil weiß, warum das dann eine Wiederholung ist, das ist auch irgendwie total nicht nachvollziehbar. Naja, auf jeden Fall kriegt man für so etwas 5.000 Euro. 15 Uff. Ausstrahlungen. Für einen Film, der dann nachher irgendwie, nee, nicht pro. Insgesamt. Und mit der Anmerkung, Sie können froh sein, normalerweise zahlen wir nur 3.
Das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen, wenn sie Dinge ankaufen. Und das ist auch ansonsten nicht besonders. Also es ist so, dass sehr, sehr viele Leute aufhören, dass die Branche irgendwie total am Straucheln ist und dass es schwierig ist, da überhaupt noch irgendwie von zu existieren. Und wir sprechen nicht von Luxus, sondern einfach so Miete zahlen und so. Ne? Mindestlohn nennt sich das. Ich hörte dann davon. Das ist leider die Realität für den Dokumentarfilm. Beim Öffentlich-Rechtlichen deswegen, wenn die den einfach zeigen würden, würde ich auf die Barrikaden gehen. Obwohl es schön wäre, wenn er auch dann da die Verbreitung kriegen würde. Ja, damit sind wir ja bei den offiziellen Fragen soweit durch. Es gibt noch ganz viele Anmerkungen, wo man welche Sachen jetzt irgendwie sich näher angucken kann. Darum an der Stelle einfach mal ins Pad gehen. Feedback muss man auch irgendwie sagen, positiv, overwhelming. Die Leute sind sehr, sehr begeistert. Und an der Stelle würde ich jetzt einfach mal sagen, herzlichsten Dank an dich, Sandra und Thies. Aber ich sag lieber Filmgizmo, weil ich mag immer Nicknames, finde ich voll gut. Und an der Stelle danke allen, die auch dieses Interesse gezeigt haben. Und komm, an der Stelle, wir gehen jetzt gleich, ne, nachdem wir jetzt hier so die Filme und so, ist ja häufig so, Samstagabend oder jetzt eben Karfreitagsabend, da guckst du erstmal so ein bisschen, was ist, dann gehst du mit Freunden vielleicht so und hinterher gehst du auf den Dancefloor. Und wo geht man bei so einem D-Walk auf den Dancefloor? Richtig, der DJ Spock hat mal wieder überall Leute ausgegraben, ey, willst du nicht auflegen, willst du nicht das machen? Das heißt, er hat uns wieder so ein Zucker-Line-Up irgendwie besorgt. Und an der Stelle ist es einfach immer so, dass sozusagen gleich der Stream ist. Und was ja richtig geil ist, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, wir sind ja sozusagen nicht nur jetzt hier in diesem Stream, sondern wir haben ja diese komische 2D-Welt, also nicht komisch, sondern diese von Herzen und Liebe gestaltete 2D-Welt. Und da gehen wir ja gleich alle rein und da gibt es auch die Tanzfläche, da können wir raven. Und an der Stelle würde ich sagen, voll geil, ich freue mich da drauf. Vielleicht merkt man es ja auch mir an. Stimmt, dich sehen wir wieder, Thies, sozusagen. Oder ach, eine Frage, sehen wir dich dann auch, wenn es released wird am Sonntagmorgen? Oder ist es dann nur so Play und bist du im Background? Das Werk. Ja, also ich bin ein bisschen im Background, aber ich bin schon auch in der Gegend, sagen wir es mal so. Okay. Also ich habe schon ein bisschen was vorgebaut und ich werde mal auch was visualisieren, aber also ich kann natürlich auch, also wenn es gewünscht ist, drehe ich ein bisschen Knöpfe. Okay. Ja, siehst du, genau. Also richtig, einfach so, irgendwas mit Knöpfen, so wie. Ich drücke nicht nur Play, sondern ich drehe auch einen Knopf. Saugut. Gedrehte Knöpfe. Dann sage ich an der Stelle herzlichen Dank allen Beteiligten. Danke an das Team, was im Hintergrund alles gedeichselt hat. Und ja, jetzt ist das hier so mit Ende Gelände. Aber wir sehen uns, wie gesagt, drüben. Also ich sage Tschüssi und winke, winke oder was? Jetzt müsste mir noch jemand ins Vielen Ohr Dank. Sagen. Vielen Dank. Tschüss, Sandra. Tschüss.